Ja, herzlich willkommen beim University Future Festival 2023 auf der Mainstage. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie noch da sind, dass Sie jetzt dazugekommen sind. Es geht hier Schlag auf Schlag und ich freue mich jetzt sehr, dass ich Jöran ankündigen kann, Jöran Muus-Meerholz. Und ich habe nochmal nachgeschaut, ich durfte ihn das erste Mal 2014 anmoderieren bei einer Veranstaltung zur OER. Das war meine erste Veranstaltung zu dem Thema und ich musste das tatsächlich googeln. Da kam bei mir der Ort OER Erkenschwick raus. Und ich hatte damals schon auch das Gefühl, dass ich so eintauche in eine Welt von ja, Pionieren, die da irgendwie im Gange sind. Heute ist es anders. Ich habe nochmal den Google-Test gemacht. Man landet ganz klar bei, OER. Und ich glaube, ganz, ja, ganz spezifisch ist tatsächlich diese Reise, die ich jetzt auch gemacht habe, für das, was auch heute das Thema von Jörans Keynote ist. Denn es geht darum, heads up, hier kommt der Mainstream, wie OER sich langsam in die Breite schleicht. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ein Kollege hat gesagt, Jöran Muus-Meerholz ist ein Schweizer Taschenmesser im Bereich der Bildung. Das kann er heute unter Beweis stellen. Herzlich willkommen, Jöran Muus-Meerholz. Danke dir. Ein Schweizer Taschenmesser aus Hamburg. Vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die Einladung. Pionierin warst du, glaube ich, auch, weil du warst ja 2014 auch schon dabei. Es ist ein relativ undankbares Format, 43 Minuten nach Kuchenpause zu sprechen. Ich versuche das durch Geschwindigkeit und möglichst viel in 25 Minuten auszugleichen. Damit ich so eine Idee habe, wer im Raum ist und wer online dabei ist, kann ich ganz kurz eine Hand sehen. Wer hat schon mal OER jemandem anders erklärt? Ein Fachpublikum. Ich habe online ein paar Leute haben nicht die Hand gehoben. Könnte vielleicht im Chat noch ausgeglichen werden. Ich habe mich beworben für den Award für den unkreativsten Vortragsaufbau und den unprofessionellsten vielleicht auch. Ich habe jetzt tatsächlich mir nicht für einen von drei Vorträgen entscheiden können und deswegen habe ich einfach das Motto genommen und drei Vorträge dazu genommen und versuche die jetzt in 24 Minuten zusammenzupacken. Und der inhaltliche Aufbau ist tatsächlich einfach nur so ein kurzer Blick nach vorne, also nicht weit in die Zukunft, sondern mehr so die Frage, was wird vielleicht dieses Jahr, nächstes Jahr und danach noch in Sachen OER interessant. Das ist sehr, sehr unwissenschaftlich fundiert und sehr subjektiv geprägt und allerspätestens beim Teil 3 wird man merken, dass ich auch eine Agenda im doppelten Sinne quasi habe. Ich habe überlegt, ob es so eine Art Clickbaiting gibt für Folien. Ich weiß aber nicht, wie das heißen könnte. Kann man auch nochmal diskutieren. Also es würde so sowas heißen wie, ihr glaubt nicht, was der Typ auf seiner letzten Folie stehen hat oder so. Aber davor sind noch 25 andere. Ich beginne mit Teil 1. Ich gucke auf die Menschen, die in den Hochschulen arbeiten und wie die tatsächlich dieses Neuland namens OER erschlossen haben und erschließen. Und habe ein paar Sachen mitgebracht, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich zumindest von meinen Irrtümern in den letzten Jahren am meisten gelernt. Ich habe so grob das in drei Abschnitte geteilt, die man sieht es jetzt schon, noch nicht zu Ende sind. Also den ersten Abschnitt habe ich genannt Exploration, Pioniere. Das waren so Menschen, die tatsächlich vorweggegangen sind, als kein anderer überhaupt wusste, was das so ist und was da passiert. Ich versuche jetzt auch ein paar Namen zu nennen, im Bewusstsein, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Namen nenne, ich 12 andere nicht nenne. Aber natürlich sowas für die OER-Geschichtsbücher wie das Olkos-Projekt 2006, nochmal 2006, wo Menschen wie Sandra Schön, die ja in allen anderen Leuten 10 Jahre voraus war, mit Markus Daimann ganz viel zu OER gearbeitet hat und es hieß noch nicht mal so, aber sie haben genau das bearbeitet, was wir heute darunter verstehen und auch eine Roadmap in die Zukunft gelegt. Einer der Pioniere in Sachen OER, wenn man global schaut, war Arnold Schwarzenegger, der als Gouverneur von Kalifornien tatsächlich ja flächendeckend Textbooks, also Schulbücher, hat frei lizenzieren lassen. Nicht mit dem Ziel, Openness sozusagen in Materialien zu befördern, sondern sein Ziel war notgedrungen. Ich glaube, er hatte so ein Budget, das halbiert wurde für seine Schulbücher und die Idee war, das dann digital zu machen und möglichst stückkostenfrei. Hat nicht geklappt, aber man hat viel daraus lernen können, was in Kalifornien 2009 nicht geklappt hat. Dann würde ich sagen, bei diesen Explorationen war noch sowas dabei, wie die ersten Leute sich 2011, 2012 getroffen haben. Dann gab es ein erstes OER-Camp in Bremen 2012. Da waren so 70 Leute und es waren, glaube ich, so fast alle, die sich im deutschsprachigen Raum für das Thema interessiert haben. Und das war so die erste Stufe. Dann kam eine zweite dazu. Die nenne ich Besiedlung, die Leute nenne ich MultiplikatorInnen. Und das waren so Leute, die das dann tatsächlich irgendwie auch nochmal weitergetragen haben, um auch nochmal
sozusagen das zu verstetigen. Da würde ich jetzt sagen, das ist sowas passiert wie mit der ersten Förderlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, wo dann tatsächlich OER-Info an den Start gegangen ist, wo viele kleinere Projekte gefördert wurden und ganz häufig mit dem Ziel, dass man das in die Breite trägt. Multiplikatoren fortbilden war eines der großen Ziele in diesem Stadium. Und jetzt sind wir so am Anfang eines dritten Schritts, den würde ich festmachen an 2022, wo die deutsche Bundesregierung eine nationale OER-Strategie veröffentlicht hat. Für diejenigen, die jetzt nicht so viel OER-Geschichtsbücher gelesen haben, das hatte schon die GroKo vorher sich in den Koalitionsvertrag geschrieben. Dann ist es tatsächlich letztes Jahr passiert. Es gibt in Aussicht gestellte nächste Maßnahmen, dazu nachher in Teil 2 des Vortrags noch mal ein bisschen mehr. Eine Sache, die ich jetzt gelernt habe in den letzten Jahren, die ich schmerzlich gelernt habe, war ein Irrtum, nämlich dieses Wachstum zu linear zu verstehen. Also das, was da an Menschen dazukommt, die sich auch mit OER beschäftigen wollen, das sind teilweise ganz anders motivierte Menschen als die Leute, die vorher da waren. Also Leute, die vorher losgegangen sind mit hoher Motivation, um sich das mal selbst anzuschauen und zu erschließen, sind überhaupt nicht damit vergleichbar mit Leuten, die dann sozusagen in der Fläche irgendwie dazukommen wollten. Die wollen zum Beispiel viel weniger Energie da rein investieren. Ich habe gleich noch mal ein paar Überlegungen dazu, wie die sonst noch unterschiedlich sind. Einer der Punkte, die ich jetzt versucht habe, sehr, sehr naiv grafisch darzustellen, ist der Effekt, dass diese Gruppen, die dazukommen, eine ganz andere Größenordnung haben. Also sowas wie, was ist das, was Fläche Pi R Quadrat oder sowas? Also der rote Kreis ist, keine Ahnung, 11-mal so groß wie der lila Kreis oder sowas. Das heißt, es kommen tatsächlich Leute dazu, aber nicht sowas wie, die machen dann nicht nochmal die gleichen Diskussionen durch, die die vorher gemacht haben, haben nicht die gleichen Interessen und sie sind vor allem viel, viel mehr. Dafür interessieren sie sich vielleicht nicht ganz so stark dafür, wie die Leute, die irgendwie 2011 das schon für ein tolles Thema gehalten haben. Also eigentlich müsste man diese Farben sozusagen eher so verblassen nach außen hin. Es interessieren sich zwar immer mehr Leute dafür, aber nicht mit dem gleich großen Interesse. Ich habe jetzt ein paar Personen prototypisch mitgebracht und lese dazu Wikipedia-Artikel vor. Da könnte ich auch einen Award kriegen für Foliendesign. Wikipedia-Artikel kopieren und vorlesen. Erste prototypische Person nenne ich OER-Amateure. Das sind Menschen, Wikipedia, von lateinisch Liebhaber, eine Person, die im Gegensatz zum Profi eine Tätigkeit aus Liebhaberei ausübt, ohne einen Beruf draus zu machen bzw. Geld für ihre Leistung zu erhalten. Das trifft relativ gut auf diese Leute zu, vielleicht außerhalb des Eukos-Projekts. Alle anderen, die sich damit 2011, 2012 beschäftigt haben, hatten das ganz sicher nicht in ihrer Stellenbeschreibung stehen. Und in der Regel haben sie auch dort, wo sie gearbeitet haben, niemand anders gefunden, der den Begriff auch nur kannte. Das heißt, die mussten das tatsächlich aus Liebhaberei, aus Leidenschaft für das Thema machen. Und was hier auch steht, ist interessant, es ist zum Volk gehörig. Also das heißt, es waren Leute, die tatsächlich nicht irgendwo auf einer speziellen Stelle dafür saßen, sondern die in Anführungszeichen ganz normal irgendwo beispielsweise in der Hochschullandschaft unterwegs waren und sich dann noch zusätzlich mit OER beschäftigt haben. Vorletzter Punkt, der hier steht, dass man für seine Tätigkeit als Amateur, Amateure nicht formal ausgebildet ist. Das ist ganz sicher so gewesen, weil woher denn auch? Der letzte Punkt ist vielleicht der wichtigste. Der Begriff Amateur sagt nichts darüber aus, dass das irgendwie dilettantisch oder sowas sein würde, sondern dass das durchaus sehr professionelles Niveau haben konnte. Das haben wir auch gesehen. Dann kam eine zweite Gruppe, das waren die OER-Profis und die kann man relativ leicht definieren, indem man jetzt ganz viele Sachen hier durchstreicht. Also das waren Leute, die hatten das in der Stellenbeschreibung stehen. Die haben das gemacht, weil das schon möglicherweise der Job war, auf den die sich beworben haben. Die gehören vielleicht nicht zum Volk, sondern die haben eine Funktionsstelle oder die sind irgendwo in beratenden Funktionen tätig oder die haben zumindest das als Teil in der Job Description stehen. Dadurch unterscheiden die sich schon ganz deutlich von dieser ersten Gruppe und diesen Prozess nennen wir Professionalisierung. Jetzt kann man sich schon vorstellen, dass die schon anders drauf sind als die ersten, die das gemacht haben. Und jetzt kommt eine dritte Gruppe, die jetzt im nächsten Schritt wichtig wird, das sind die OER-Einverstandenen. Die definiere ich dazu, dass sie sich selbst so definieren würden, dass sie sagen, sie finden es irgendwie gut, vielleicht ist gut auch schon zu viel verlangt, sie finden es zumindest okay, wenn ihre Materialien zu OER werden. Sie haben aber ganz häufig die zusätzliche Bedingung, solange das für sie nicht zusätzliche Arbeit ist. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Gruppe, um diesen Schritt in die Fläche zu machen. Und auch das zu akzeptieren, dass Leute, die OER-Materialien okayisch veröffentlichen wollen, nicht 3 Tage auf ein OER-Camp in Schwarzwald oder sowas gehen wollen dafür. Es gibt noch 2 Gruppen, die ich in diesem Vortrag ausklammer. Das sind die OER-Ignoranten und die OER-Gegner. Gibt es auch noch, ist ein anderer Vortrag.
Zusammengefasst, OER-Amateure, OER-Profis, OER-Einverstandene. Die ersten waren begeistert und fanden OER ganz toll, hatten aber in der Regel auch ein Thema, von dem sie kamen und fanden also ihr Thema, für das sie gearbeitet haben, und OER toll. Also die waren, keine Ahnung, begeistert für Bienenzucht und trotzdem fanden die auch OER toll und haben sich in beides reingehängt. Bei den OER-Profis ist es jetzt so, die sind spezialisiert auf OER. OER ist ihr Thema, das ist nicht zusätzlich, sondern das steht im Zentrum ihrer Arbeit. Und jetzt gibt es die OER-Einverstandenen, die sind sehr motiviert für ihr Thema. Die finden wirklich, die Welt muss mehr Materialien in Sachen Bienenzucht haben. Und sie sagen, für OER wären sie bereit, aber nicht für diesen Mehraufwand, den andere Leute da reingesteckt haben. Sehr vereinfacht ordne ich jetzt tatsächlich das auch diesen drei Stufen zu und würde sagen, das ist dieser Professionalisierungsprozess, wo wir jetzt so am Anfang der Ausdehnung in die Fläche stehen und wo es tatsächlich hilfreich ist, sich klarzumachen, dass wir jetzt nicht alle, die in diesen Diskurs neu dazukommen, die in diese Praxis neu dazukommen, überzeugen können, alles nachzumachen, was vorher die Leute schon 8 Jahre lang gemacht haben. Ich habe 2 Folien mitgebracht, die für die Dokumentation notwendig sind, wenn man das weiter diskutieren will, im Nachgang mit mir oder irgendwo anders oder sowas. Ein paar Thesen von mir, was das bedeutet für die Arbeitsteilung, für die Professionalisierung, für die Differenzierung innerhalb der Hochschullandschaft und ein paar Sachen, die zur Reflexion anregen. Verweis auf Folien im Nachgang. Teil 2. Was kommt als nächstes? Da habe ich dieses Heads-up-Motto der Veranstaltung sehr, sehr wörtlich genommen und gesagt, okay, was halte ich dann für interessante Orte, wo man hingucken kann, so in diesem und im nächsten Jahr im Feld OER? Null Anspruch auf Vollständigkeit. So ein paar Sachen, wo ich sagen würde, das wird interessant im Bereich OER. Eine Sache ganz global, wir haben seit 2019 eine UNESCO Recommendation on Open Educational Resources und die ist sehr interessant, weil sie eine gewisse Verbindlichkeit in den Diskurs reingebracht hat, weil sie den Diskurs auch an Orte gebracht hat, wo es vorher nicht notwendig wäre, weil sich mit so einer Recommendation alle UNESCO-Mitgliedsländer, das sind jetzt nicht wenige, verpflichtet haben, irgendwie das prinzipiell interessant zu finden und zweitens, Unkenntnis, 3 Jahre, 4 Jahre an einem Monitoring teilzunehmen und zu erzählen, was da passiert. Und dieser erste Monitoring-Report, der ist jetzt gerade in der Endabstimmung und wird im Herbst 2023 erscheinen. Und da haben dann alle Länder, beispielsweise auch die deutschsprachigen Länder, zusammengetragen, was in ihren Ländern jeweils in dem Bereich passiert. Und das ist sehr hilfreich, einfach für Sichtbarmachung, aber auch für Awareness, weil so eine UNESCO-Recommendation schon was ist, wo man sich hilfreich darauf beziehen kann. Interessant, und ich weiß nicht, wie stark es sozusagen mal Strategie war von schlauen Leuten oder ob es sich mehr ergeben hat, ist über die UNESCO auch so eine enge Verknüpfung des Themas mit den SDGs im internationalen Diskurs, spielt das nochmal eine größere Rolle. Zweitens, in Deutschland, wir haben seit 2022 eine nationale OER-Strategie, die liegt nun vor und wie unser Staatssekretär gesagt hat, es ist eine lebendige Strategie, die sich weiterentwickeln wird. Wir werden sehen, wie da es weitergeht. Ungefähr jetzt wird eine Förderlinie zu Open Educational Resources veröffentlicht werden, je nachdem, welche Quellen man sich anschaut. Geht es da insgesamt um sowas wie 12,5 oder 15 Millionen Euro, ungefähr bis 2025, vielleicht auch länger. Da werden wir sehr schnell schlauer draus werden, weil tatsächlich innerhalb von Tagen diese erste Förderung beginnen wird. In der OER-Strategie sind 6 Handlungsfelder festgelegt und das letzte, Handlungsfeld 6, heißt Initiativen und Akteure der digital unterstützten OER-Praxis zusammenführen und dazu wird es eine Förderlinie geben. Punkt. Bei den Initiativen auf Länderebene mache ich es mir einfach, aber ich halte es für sehr, sehr wichtig. Also mein Fazit ist, läuft. Und zwar, wenn ich, glaube ich, vor ein paar Jahren gefragt worden wäre, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel und so gut läuft tatsächlich. Dass es in vielen Ländern Initiativen gibt, die sehr umtriebig sind, sehr professionell aufgestellt sind und, das mag jetzt für alle Leute, die hier im Raum sind und online dabei sind, vielleicht selbstverständlich wirken, aber für mein Verständnis von der Hochschullandschaft ist es eine kleine Überraschung gewesen. Es läuft sehr vernetzt und kooperativ. Also es passiert ganz viel im Austausch miteinander, arbeitsteilig und in Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, als ich den Vortrag vorbereitet habe, meine große positive Überraschung gewesen, als ich mir nochmal genauer mit Abstand angeguckt habe, wie viel Schwung da reingekommen ist. Wenn ich vor einigen Jahren, also so bis vor Corona vor allem,
so auf internationalen Konferenzen war, war häufig eine Frage irgendwie in Deutschland, welcher Bildungsbereich macht da am meisten? Und tatsächlich konnte man immer relativ einfach sagen, tatsächlich Schule bis vor ein paar Jahren. Und heute würde man ganz eindeutig sagen Hochschule. Also was heißt würde man? Würde ich sagen Hochschule. Und ich denke, das liegt an zwei Dingen, Professionalisierung und die Länderinitiativen, die natürlich aber auch miteinander zusammenhängen. Die Professionalisierung läuft zu einem ganz, ganz großen Teil über diese Länderinitiativen. Wir haben Hoffnung, weil wir zum Beispiel über KNÖR eine vernetzte Infrastruktur im Entstehen haben. Und der Markus Daimann sagte mal so schön, wir haben sozusagen eine Grundversorgung mit Materialien, mit OER-Materialien über so eine vernetzte Infrastruktur, auch ein Grund für Hoffnung. Wir haben ein Themenfeld, das sehr wichtig ist und das eher zaghaft anläuft, aber es läuft, das sind Policies. Vergleichsweise so im internationalen Vergleich so mittel in meiner Wahrnehmung im deutschsprachigen Raum. Ganz, ganz zaghafte Prognose. Vielleicht sehen wir mehr Open Science Policies, in denen OER dann eine Rolle spielt, als eigenständige OER Policies an den Institutionen oder möglicherweise sogar auf Länderebene. Zertifizierung, in Deutschland relativ wenig, aber Österreich bin ich auch wieder sehr überrascht gewesen. In Österreich sehen wir Dinge in Sachen Zertifizierung in der Hochschullandschaft für OER, die wir in Deutschland nicht annähernd so sehen. Man kann als Hochschule sich da committen und wird dann durch ein Zertifizierungsverfahren geleitet. Und ich habe es mir aufgeschrieben, es gibt so drei Sachen, die man dann nachweisen muss. Erstens, die Hochschule verfügt über ein OER-Qualifizierungsangebot und zweitens, oder 1b, bekennt sich öffentlich und strategisch zu freien Bildungsressourcen. Und dieses Bekenntnis ist total interessant, weil tatsächlich ein offizielles Hochschuldokument öffentlich irgendwo stehen muss, in dem steht, wir finden es gut und richtig, wenn Leute, die bei uns arbeiten, OER machen. Und das ist vielleicht eine der günstigsten, aber wirkungsvollsten Maßnahmen bei diesem Ausdehnen in die Breite, bei der Besiedlung der Fläche. Zweites Kriterium ist, die haben Repo, also Repositorium, wo sie Materialien bereitstellen oder sind beteiligt an einem solchen Repositorium. Und drittens, es gibt eine Mindestzahl von MitarbeiterInnen, das ist abgestuft nach Anzahl der Studierenden, die so eine vorgegebene Qualifizierung durchlaufen haben müssen. Und das passiert tatsächlich. Ich bin da etwas befangen, weil ich in diesem Beirat bin, der diese Kriterien prüft. Und wir haben tatsächlich jetzt relativ viel schon von verschiedensten Hochschulen in Österreich durch. Und im Sommer haben wir wahrscheinlich die ersten zwei Hochschulen, die all diese Kriterien erfüllen und dann OER-zertifizierte Hochschulen sein werden. Auf meinem Notizzettel steht, der Metadatenstandard ist da, also der neue. Für Leute, die das kennen, AMB, neues allgemeines Metadatenprofil für Bildungsressourcen. Als ich die Folien abgeben musste, hatte ich gehofft, dass der heute schon da ist. Ich glaube, es gab jetzt vorgestern noch mal einen wirklich, wirklich fast fertigen Entwurfsstatus. Metadaten, vielleicht nicht für alle Menschen das interessanteste Thema in OER, aber eines der entscheidenden Punkte, wenn tatsächlich das weiter in die Breite kommen soll. Community, ich kann mich nur in die Nesseln setzen mit dem Thema. Wir haben eine sehr, sehr hilfreiche Lobbygruppe sozusagen für OER, das Bündnis Freie Bildung. Man muss an der Stelle vielleicht auch nochmal Wikimedia Deutschland dafür danken, dass sie jemanden haben, der das bezahlt koordinieren und vorantreiben kann. Das ist sehr hilfreich. Wir haben im Moment keine OER-Camps, aber im letzten Jahr im Herbst gab es noch eine einmalig geförderte Veranstaltung dazu, wo ich sagen würde, das ist noch hilfreich. Und ich bin unsicher, ich habe vorhin zwei Vorgespräche dazu geführt, deswegen wollte ich eigentlich das von den Folien wieder löschen. Im Vergleich zu manchen internationalen Diskursen haben wir verhältnismäßig wenig ideologischen Überbau oder Unterbau. Und das meine ich nicht wertend, sondern tatsächlich erstmal relativ nüchtern. Verhältnismäßig pragmatische Diskussionen zu OER, verhältnismäßig. Diese Aufzählung ist nicht vollständig gewesen. Vielleicht gibt es hier im Raum bei vielen Leuten noch was, was euch einfällt. Oder im Chat, dass Leute sagen wollen, mir fehlt vor allem Folgendes in Sachen Heads-up zu OER, was man in den nächsten Monaten und Jahren auf dem Schirm haben muss. Dann teilt es jetzt zum Beispiel über Social Media oder euren Chat eures Vertrauens. Letzter Teil. Was fehlt? Online sieht man sich ja nicht so sehr. Ich habe mal den großartigen Organisator Sebastian Hornasch gefragt, wie ist denn so die Gender Balance bei dieser Veranstaltung? Und der hat gesagt, auf der Bühne sind ungefähr 3:2 Frauen zu Männer, binär vereinfacht von mir, und im Publikum ungefähr 2:1 sogar. Also ein deutlicher Überhang in Sachen Frauen. Und
bei OER-Materialien habe ich mir das nochmal genauer angeschaut. Ausgehend von dieser These, die vielleicht nicht immer ausgesprochen, aber häufig mitgedacht, so transportiert für so offene Formate, zum Beispiel Open Education Resources oder bei Veranstaltungen, so Barcamps oder was, senken die Barrieren, sodass alle von dem Mehr an Offenheit profitieren. Und Spoiler, da unten steht auch, dass ich glaube, dass das nicht stimmt. Außerdem soll man immer vorsichtig sein, gerade im Kontext von OER, wenn man alle irgendwo auf eine Folie schreibt. Ich finde immer, wenn jemand alle schreibt, sollte jemand sich melden und sagen, welche alle. Ich habe jetzt meine sehr, sehr vorsichtige Mini-Empirie gemacht zu diesem Feld. Und ich finde es vollkommen okay, wenn jemand sagt, ich irre mich um die Größenordnung 4 oder so. Können wir, wer mag, auch nach dem Vortrag noch diskutieren. Ich stelle es euch erstmal vor und dann könnt ihr entscheiden, ob euch das weiter interessiert. Also, was habe ich gemacht? Ich habe OER-Veröffentlichungen gezählt. Und zwar sieht man gleich auf den Folien eine Liste von nach AutorInnen oder UrheberInnen geordnet aus dem OER-Verzeichnis ÖRSI. ÖRSI indexiert relativ viel an Materialien, ganz tolle Sache, also wirklich große Anerkennung für das, was die ÖRSI-Leute machen. Und dann kann man sich anzeigen lassen, eine Liste der AutorInnen mit Anzahl der indexierten Ressourcen, die also von dieser Suchmaschine gefunden wurden. Das heißt, es sind nicht die OER-Veröffentlichungen, sondern die von ÖRSI indexierten Veröffentlichungen. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, ich glaube, ich muss die anonymisieren, weil es geht ja nicht um die Namen der Leute, die da stehen. Das heißt, ich habe einfach sehr vereinfacht binär geraten anhand der von mir verstandenen Vornamen in männlich und weiblich. Und dann habe ich also die Liste genommen. Da hinten steht immer noch in Klammern dann die Anzahl der Ressourcen, die von diesen Personen bei ÖRSI indexiert sind. Und dann habe ich einfach alle Männernamen durch einen roten Strich ersetzt und alle Frauennamen durch einen blauen Strich ersetzt. Jetzt kommt eine Grafik. Ihr müsst erstmal verstehen, wie das funktioniert. Bitte macht irgendwie, wenn ihr online seid, noch keinen Screenshot. Sondern guckt erstmal, ob ihr irgendwie das verstehen könnt, was ich mir hier so gedacht habe. Also, das sind so die Top 10 im ÖRSI-Katalog. Auf Platz 1 sind die nicht definierten. Das sind einfach indexierte Sachen, die in den Metadaten kein Autor, keine Urheberin angegeben haben. Können wir jetzt irgendwie erstmal ignorieren für den weiteren Verlauf. Es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass es das sehr verfälschen würde, weil bei nicht angegebenen Autorinnen, das ist hauptsächlich dann von 2,5 Plattformen, das anders wäre als bei den anderen. Auf Platz 2 steht dann ein Mensch und von diesem Menschen, dessen Vorname ich als männlich interpretiert habe, kommen 928 Ressourcen auf dieser Plattform. Auf Platz 3 steht ein weiterer Mensch, dessen Vorname ich als männlich interpretiert habe, der hat 791 Ressourcen auf der Plattform indexiert und so weiter bis unten. Könnt ihr ein bisschen aktives Zuhören machen? Ist die Logik klar? Irritiertes Zuhören oder freundliches Nicken? Im Raum gibt es freundliches Nicken. Okay. Und dann kann man sich also so ein Bild machen, wie viel kommt von vermutlich eher männlichen Urhebern oder von weiblichen Urheberinnen. Und ich bitte um Entschuldigung für die, die ich dann in dieser binären Logik nicht berücksichtigt habe. Das ist nicht die Top Ten. Das ist jetzt nur, damit ihr es versteht. Die Top Ten mit Rot ist männlich und Blau ist weiblich sieht so aus. Es gibt unter den Top Ten keine Frauen. Und jetzt habe ich noch weiter geguckt in die Top 35. Das sind alle, die mehr als 100 Ressourcen auf der Plattform haben. Das sieht so aus. Dann habe ich die Zahlen da hinten zusammengezählt und also geguckt, wenn man nach Materialien zählt, was haben wir für eine Gender Balance bei Materialien? Und nach dieser Zählung kommt raus von mehr als Frauen gelesenen Urhebern 3,96% zu 96,04. Die, wo man das nicht zuordnet, weil es nicht definiert ist oder weil es eine Institution ist, habe ich da ausgeklammert. Das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, das sollte uns Heads Up die nächste Zeit beschäftigen. Ich würde mich freuen, wenn wir darüber auch noch ein bisschen diskutieren. Bei dieser Veranstaltung, nach dem Vortrag oder bei anderen Gelegenheiten. Ich habe das auf den Folien schon online bereitgestellt, sodass man sich das auch nochmal selber angucken kann und freue mich auf die Diskussion. Danke. Ja, vielen Dank, Jöran. Du kriegst schon hier Reaktionen und Applaus für diese Folie. Wir haben tatsächlich jetzt noch Zeit für Fragen. Es sind ein paar schon eingetrudelt. Ich würde gleich mit den ersten starten, aber wie Jöran schon gesagt hat, er würde vielleicht ganz gerne auch darüber ein bisschen sprechen. Und du hattest ja auch mehrfach gesagt, du erhebst keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das heißt, wenn vielleicht in der Community noch was da ist zu dem Thema, gerne einfach auch in den Chat schreiben. Ich kann auch einfach Ergänzungen hier noch mit reinholen.
Starten wir mal mit der ersten Frage von Wiebke Mattes. Die Bereitschaft, Content verfügbar zu machen, ist da. Wie kommen wir jetzt aber dazu, dass der Content auch wirklich übergreifend genutzt wird? Steht dem eventuell das Selbstverständnis der Lehrenden entgegen? Ja. Kann sein, ist die kurze Antwort. Es gibt ja ein paar erste Versuche, das irgendwie sozusagen zu unterstützen, dieses tatsächlich Nachnutzen. Ich stelle mir das so ein bisschen wie ein Eisberg vor, wo man nur so einen Teil oben rausgucken sieht. Das ist der Teil, der nachgenutzt und dann wieder bereitgestellt wird. Weil nur weil ich es nachnutze, weil ich es vielleicht sogar anpasse, ist es noch ein großer Schritt, dann das, was ich daraus gemacht habe, wieder bereitzustellen. Und ich glaube, dass dann tatsächlich unter der Oberfläche noch viel, viel mehr passiert im Sinne von, dass Sachen angepasst und vielleicht auch weiter geteilt werden, aber nicht unbedingt öffentlich. Das technisch zu lösen, wenn die nationale Bildungsplattform nicht irgendwie ein Wunderwerk verbringt, kann ich mir das nicht so gut vorstellen. Creative Commons hatte vor 5 Jahren mal diesen Ansatz, das zu entwickeln. Soweit ich weiß, ist es nicht gelungen, sowas zu verfolgen. Dann gibt es Anreize, dass dann tatsächlich irgendwie sowas wie eine Remix-Challenge gab es neulich in Hamburg bei der Hamburg Open Online University. Ich bin nicht so sicher. Ich glaube, es ist einmal tatsächlich eine pragmatische Frage, für wie viele Materialien es gibt, die tatsächlich dafür passen. Und da habe ich schon Hoffnung, dass sozusagen einfach über kritische Masse was passiert. Ja, also wenn ich mich für Bienenzucht interessiere, gibt es frei lizenzierte Materialien, wahrscheinlich im Moment nur 4. Es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich Bienenzüchterforschungsleuten Unrecht tue. Aber da glaube ich, wird tatsächlich möglicherweise einfach über Masse sich nochmal was verändern. Und möglicherweise über Anreizsysteme für die Leute, die sagen, ich bin ein OER-Einverstandener, ich habe das nachgenutzt, ich habe was draus gemacht, aber ich habe keine Lust, das jetzt alles nochmal durchzugucken, ob das urheberrechtlich alles sauber ist und ob diese seltsamen Lizenzen richtig angegeben sind und so weiter. Das heißt, auch durch eine Professionalisierung und höhere Arbeitsteilung könnte das deutlich einfacher und mehr werden. Vielen Dank, es geht schon weiter. Paulina Rinne möchte wissen, Jöran, überrascht dich das Ergebnis deiner kleinen Mini-Studie, die du gemacht hast? Also in der Größenordnung total. Ich kann noch kurz erzählen, wie wir darauf gekommen sind. Wir machen als Team bei uns, wo ich arbeite, relativ viele Barcamps und haben da in den letzten 1-2 Jahren tatsächlich auch beobachtet, dass so offene Formate, also muss man vielleicht mal sagen, OER senkt ja nicht nur die Barrieren für Zugang zu Materialien, sondern senkt auch die Barrieren zum Veröffentlichen von Materialien. Und beim so einem Barcamp ist das ja ähnlich. Es senkt die Barriere, nach vorne zu gehen und das eigene Thema nach vorne zu bringen. Und da haben wir schon gemerkt, dass es sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Ich vereinfache jetzt schon wieder auf die Gender Balance, aber es gibt es in anderen Bereichen auch noch. Dass beispielsweise bei einer Veranstaltung, die wir gemacht haben, wir so eine Gender Balance von 60-40 bei den Teilnehmenden hatten. Bei Leuten, die nach vorne gegangen sind, um ein eigenes Thema vorzubringen, hat sich das schon umgedreht, 40-60. Ihr könnt jetzt im Kopf überlegen, was wohl was von den 40 und 60 war. Und dann haben wir für die Dokumentation den Leuten, die was angeboten haben, noch gesagt, hier ist ein Zettel, wenn du willst, komm noch danach zu uns ins Studio und stell dich vor eine Kamera und sprich noch was zu deiner Session ein. 85-15. Und da haben wir tatsächlich irgendwie so das gemerkt, dass es ein sehr, sehr relevantes Thema ist und dazu kommt dann irgendwie mein persönlicher Weg in den letzten Jahren, einfach sehr viele Sachen binär auszuzählen. Also ich mache so unglaublich vielen Sachen Strichlisten und bin immer noch sehr überrascht von mir selber und meinen eigenen Unbalanciertheiten. Wir kommen nochmal zu dem Thema deiner Keynote, dass OER im Mainstream angekommen ist. Jens Hoffmann fragt, ist OER nicht vor allem eine politische Idee, die von einer kleinen Akteursgruppe munter propagiert wird, aber tatsächlich keinen Effekt oder keine Resonanz im Mainstream der Hochschulen gefunden hat? Diese Folie, die ich hatte, wo so diese 3 Stadien sind mit Mainstream, da gibt es so ein Wir stehen hier. Und das ist ganz am Anfang von dem Pfeil in Richtung Mainstream. Das heißt, es ist sozusagen der Anfang und wie im Vortragsuntertitel steht, des Schleichprozesses in den Mainstream. Damit ist überhaupt nicht verbunden eine Sicherheit, wie es auf diesem Pfeil weitergehen wird in den nächsten Jahren. Und ich traue mir auch keine Prognose zu. Diese Idee, dass es politisch sehr gewollt wäre, höre ich immer wieder und ehrlich gesagt finde ich nicht viele Leute, bei denen das in der Praxis so ist. Also ich finde, es mehr darüber geredet wird, dass das politisch gewollt sei, als dass das wirklich politisch gewollt ist. Ich hätte auch noch mal eine Frage, noch mal zurück zu dieser Gruppe der OER-Einverstandenen und der OER-Profis. Da würde mich jetzt interessieren, was du dir da wünschen würdest, wie der Austausch zwischen diesen Gruppen jetzt stattfinden soll. Ja. Also in meiner Meinung ist das, was jetzt in den Hochschulen passiert, über Leute, die das in ihrer Arbeitsbeschreibung haben, schon total hilfreich. Ne? Also wirklich eine Anlaufstelle zu haben und Unterstützung anbieten zu können. Und ich glaube,
über diesen Weg erreicht man dann auch ein paar Menschen, die sich noch mehr dafür interessieren, als dass sie nur ihre Materialien abgeben. Und für Leute, die nur ihre Materialien abgeben wollen und einverstanden sind, ist auch vollkommen okay aus meiner Wahrnehmung. Das, was wir, oder was heißt wir, ist ja, wir ist so wie alle auf Folien zu schreiben. Ne? Das, was ich bis vor ein paar Jahren vielleicht noch stärker gedacht hätte, so irgendwie mehr missionarisch unterwegs zu sein, würde ich ein Stück weit zurückdrehen und zu sagen, irgendwie mit der Ausdehnung im Mainstream ist eine Verwässerung verbunden, wieder nicht wertend gemeint und es ist auch okay. Ganz kurze, pragmatische letzte Frage, wo kriegt man deine Folien? Es steht hier ganz unten auf der Folie, falls die noch eingeblendet sind, ansonsten joeran.de und dann das Datum rückwärts, 2023-04-26. Nochmal. Jetzt haben wir es. Genau, da unten joeran.de ist es eingeblendet. Da wunderbar. Sind die Folien zu finden. Super, vielen Dank für diese ganzen tollen Studien, die du gemacht hast, für deine Impulse, für deine Ideen und uns ein bisschen mit auf diese OER-Zeitreise genommen hast, Joeran. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen, Mitmachen, Diskutieren. Dranbleiben, wir machen gleich weiter um 17 Uhr mit Digital Total. Da geht es um die Hochschulentwicklungsplanung. Bis gleich. Danke dir, wunderbar.